Hunderttausende trugen die Haare so wie ihr Idol. Sie wurden Presley-Fans. Und hunderttausende junger Mädchen trugen ihr Taschengeld ins Kino, um die Lolo oder Bebe zu studieren. Natürlich, Presley, Lolo Brigida, Bardot, keine Idole, die man der Jugend wünschen möchte. Aber bei dem Mangel an Leitbildern, die durch menschliche Größe imponieren, orientieren sich Hunderttausende an den Flimmer-Idolen. Dass Rock'n'Roll sehr gefährlich ist. Die Leute fangen an, sich zu schütteln und schreien laut auf. Das passiert jedes Mal, wenn wir spielen. Just by Rock'n'Roll. Yeah. What does that mean, spoil? They start shaking. Yeah. When you do it. Yeah. We have seen screaming and they scream and get nervous. Yeah, yeah. Always that happens when you play Rock'n'Roll. Do they get sick then? Yeah, because this is sickness. Es ist eine richtige Krankheit. Es ist nicht normal. I was born in a crossfire hurricane, and I howled in my mind the driving rain. But it's all right,
jumping jack flash. It's a doo-doo-doo-doo. Ich denke mir, die Zeiten ändern sich immer wieder, aber ich glaube halt, dass auch so seit den 50er Jahren musikalisch fast alles da war, was jemals gemacht werden konnte und alle Tabus schon gebrochen wurden, die gebrochen werden können. Von daher finde ich es halt schwierig, jetzt auch sozusagen mit Rebellion und diesen Schockmoment nochmal auszulösen, den man vielleicht in den 50er Jahren gehabt hat. Wenn man in den 60er Jahren oder nach den 60ern irgendwie angefangen hat, Gitarren zu zerschlagen, war das etwas total Neues. Und heute ist es halt ein Standardding von jeder x-beliebigen Rockband. So, von daher haben sich da schon bestimmte Klischees, was Rock'n'Roll ist, oder bestimmte Tabubrüche irgendwie aufgehoben. Es war stets das gleiche Lied, oh Daddy.